Ja, hallo und willkommen zurück. Ein letztes Mal zur Bardin Salome und der Eulenbär. Wir werden jetzt ein bisschen mit unseren Freunden reden, die wir sozusagen jetzt eine Weile nicht gesehen haben. Also es soll ein bisschen Zeit jetzt vergangen sein. In der Zeit war Salome mit Karlach und Will in Avernus und die anderen haben ihr Ding gemacht, was auch immer das ist. Und deswegen reden wir jetzt einfach mal ein bisschen mit denen und feiern noch ein bisschen unseren Sieg. Und ja, das Ganze hier war, wie gesagt, halt in der ersten Fassung des Games nicht drin. Also das erste Mal, als ich das durchgespielt habe, hatte man das alles nicht. Dann hat es wirklich am Hafen geendet. Und wenn man mit jemandem von Companion zusammen war, hat man eventuell noch eine Szene mit demjenigen dann gehabt. Und dann war Ende. Und ja, es ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen schöner, jetzt hier nochmal wirklich so eine Art Fest zu haben. Allerdings, ich finde, sie haben es fast ein bisschen übertrieben, weil das werdet ihr sehen. Man kann jetzt hier sehr, sehr, sehr lange und viel mit den Leuten reden und Hintergrundinformationen noch bekommen, was sie halt so gemacht haben in der Zeit. Vielleicht fast ein bisschen zu viel des Guten war mir das ehrlich gesagt. Reden. Wir fangen mal mit dem Eulen an. Du läufst schon die ganze Zeit mit durchs Bild. Ihn streichelt. Schön, dich zu sehen. Zwei. He looks coyly at the ground, suddenly shy. Oh, ich hätte vielleicht mit Tieren sprechen machen sollen, ne, vorher. Eins. Wir konnten ihn ja nicht nach Avernus mitnehmen. Und ich bin froh, dass er lebt, dass wir ihn nicht als Verbündeten gerufen haben im letzten Kampf. Ich glaube, das wäre nicht gut ausgegangen. Ich würde aber gern tatsächlich ihn noch sprechen hören. Vielleicht können wir es gerade noch machen. Drei. Ich glaube, hier steht auch noch eine Kiste mit Klamotten und allen Kram und so rum, ne? Benutzen. Aber wir brauchen keinen Trank dafür. Okay. Reden. I play with Big Brother Scratch, but I'm careful. He's small. Ja. Eins. Dann streichen wir dich einfach nochmal. Habe ich jetzt leider nicht rausgefunden. Ich hätte erst mit Tieren sprechen machen sollen. Warum der Eulenbär jetzt am Anfang so scheu war noch. Vielleicht einfach, weil wir uns sehr lange nicht gesehen haben. Yes, miss this more. Eins. Natürlich werden wir auch gleich mit Kratzer reden. Yes, miss this more. Oder wir streichen einfach den Rest der Folge unseren Eulenbären ein. Zwei. Andere möchten auch gestreichelt werden. Reden. Ich meine damit nur das Tier. Was? A familiar sight. Scratch can't quite speak around the thing he has in his mouth. Was hast du denn diesmal, Kratzer? Ich bin froh, dass der Verdorrte daran gedacht hat, meinen Lieblingsgefährten einzuladen. Drei. So am I. I've got a nice home in the city now. A girl named Mindy says I'm her best friend. She's mine too. Also you and Albert. I've got so many best friends, I hardly know who to snuggle. I missed your smell, but this thing I found had you all over it. I brought it for you, and I thought perhaps you'd like to throw it. Schön, dass es dir seit unserer Reise gut ergangen ist. Das ist ein gefährliches Ding. Ich weiß nicht, ob wir damit spielen sollten. Zwei. You know best, but a little fetch never hurt anyone, as far as I know. Eins. I certainly have, and I always will. Forever, I think. And so will you. Eins. Können wir denn das Ding jetzt werfen? Untersuchen? Inaktives Astralprisma. Ja, da hinten irgendwo steht Kleidertruhe. Steht hier irgendwo rum. Nehmen. Stopp.
Inventar. Der Imperator wird hier nicht mehr drin sein, auch Voice auch nicht. Beide tot. Rechtsklick. Okay. Dreh rechts. Wem werfen wir das denn an den Kopf? Okay. Hol's dir. Spielst du jetzt einfach damit? Okay, er bringt sich zurück. Er spielt einfach damit. So. Laufen. Dann gehen wir doch mal zu Schattenherz. Die stand doch auch hier in der Ecke rum. Umdrehen. Umdrehen. Halt. Reden. Starting to wonder if you'd show up. Soll das ein Witz sein? Ich habe die Tage gezählt. Ich hatte ehrlich gesagt Bedenken, dass ihr zu bittersüß, dass es zu bittersüß wird. Natürlich, ihr kommt doch wohl kaum ohne mich zurecht. Schattenherz, nicht wahr? Cool. Das habe ich mich umgekehrt auch schon gefragt. Hätte nicht gedacht, dass ihr meine Gegenwart noch einmal ertragt. Ein Wirbelwind, Besuch aus Avernus ist keine Kleinigkeit. Ein Wunder, dass Lazarus es geschafft hat, uns alle herzubringen. Drei. You can say that with a straight face after all the times Gerade I had so. To come to your aid. Oh, come here, will you? It's been forever. Er fehlt jetzt gerade ein bisschen Musik. You feel a little more substantial than before. Less camping and scrounging off the land, I take it. So ist es. Ich habe in diesem Leben genügend Nächte unter dem Sternenhimmel verbracht. Das passt natürlich jetzt nicht so mit dem, ihr habt ein wenig zugelegt, weil wir jetzt uns entschieden hatten, nach Avernus zu gehen. Ich glaube nicht, dass wir da wirklich Zeit hatten. Wurden wir schon nicht permanent gejagt. Das nehme ich als Kompliment. Gut, seht ihr aus. Vier. Vier. I suppose I do, don't I? I'm glad you seem well. Trudy. Fünf. Don't be a stranger. Also, ihr habt eben gesehen, man kann noch sehr, sehr viel mehr reden, aber wenn ich jetzt mit jedem alles so die ganzen Dialoge aus... Kostet, glaube ich, brauchen wir pro Companion eine Folge. Das wäre, finde ich, ein bisschen übertrieben. Umdrehen. Ich werde mit ein paar reden. Laufen. So mit den wichtigsten werden wir mal reden. Lizelle zum Beispiel. Außerdem haben wir hier, das ist, glaube ich, genau das, ist die Kleidertruhe. Halt. Öffnen. Halt. Öffnen. Hier könnten wir dann auch, ja, man kann sich dann noch, wenn man möchte, halt eben was anderes anziehen, wenn einem das nicht gefällt, was das Spiel einem gerade eben gegeben hat. Nochmal alles an Wäsche und Unterwäsche und weiß ich was drin, plus Farben. Laufen. Aber ich finde es okay, was wir anhaben. It's good to meet again. Halt. Reden. Hell's Walker returns. For 2 months I trained the Knights of the Comet. For 2 more I skewered Kithraki bellies. And for 2 more yet, I traveled through Limbo. I never imagined we'd be standing toe-to-toe on this day, in this place. Nothing but allies, I always told myself. A necessary partnership. But in spite of every strained word, every barbed glance. Seeing you brings me even more pleasure than taking a Royal Inquisitor's head. Das war ein langer und umständlicher Weg, zu sagen, dass du mich vermisst hast. Es ist gut, euch zu sehen. Ihr seht nicht ganz so massiv aus, wie ich erwartet habe. Ihr seid also auf dem besten Weg, Vlakith zu stürzen. Ich dachte, die Lichtkönigin wäre mittlerweile tot. Warum diese Verzögerung? Drei. We've spilled blood, gained a foothold in the Astral, but still we need allies. And one beyond reckoning has made itself known. Zerith Minyaragith.
Mehr bitte. Eins. Not a what, but a who. The immortal god king of the Githzerai. An exiled people. Once kin with mine, until the madness of civil war ripped our one sky into two. Our Gish sent word of the rebellion to Minyara Gith through the cosmos. He's agreed to parley. It's fallen to me to secure an alliance. Im Moment, die große Kriegerin Lesaid auf diplomatischer Mission? Die beste Wahl für die Aufgabe. Mit der Zunge seid ihr so kundig wie mit der Klinge. Nun. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, heißt das. 3. Sometimes. But I don't need the Githzerai to fight for us. Just with us. Minyara Gith is an ascetic. He reached out in good faith. This is his way. It is in this spirit that I must meet him. He is also a near deity. Should the Githzerai join us, we could topple the city of death in a red dragon's blink. Should they refuse, I carry on. Gravity pulls me in but one direction. I am the comet. I will not rest until I burn Vlakith's bones to ash and smash her phylactery to pieces. My people will be free. But you've heard that refrain before. Zealous, bossy, insistent. All part and parcel of my undeniable charm. Viel Glück, Lesel. And to you, always. Now go, mingle a bit. That's the word, right? Mingle. But don't think you've seen the last of me. I'll be back, sure as the comet will rise, sure as Kalir will forever circle the sun. Was ist aus dem Ei geworden? Ist es geschlüpft? 1. So it has, and a fine man the hatchling will be. I call him San. Schön. Freedom. He is with the mages of Zanvardim. I trust his care to no one else. San's destiny will be his own to follow. Warrior, poet, explorer, scholar. His way will be the way of the comet. No chains to bind us, no lies to bury us. Liberty will be the rallying cry that unites our empire. Ja, gut. Wieso haben wir immer noch keine Musik hier? Was soll das denn benutzen? Okay. Benutzen. Also. You made it. Now the revelry can truly begin. Aha! You see, Boo? I told you our friend was near! Ich glaube, man kann aber auch dem... Wir haben jetzt tatsächlich auch einen Barden hier dabei. Der Volo hat den, glaube ich, mitgebracht hier, den Emilil. Ich glaube, man, weil das Gate die Spieler, die älteren Spiele kennt, hat der irgendwie eine... Ist der irgendwie eine bekannte Figur oder so? Für mich hat er keine Bedeutung. Es kann sein, dass wir ihm vielleicht sagen können, dass er was spielen soll, auch noch mal reden. Das machen wir gerade mal. Ich leg dann noch mal ein Lied los im Hintergrund, während wir mit den Leuten reden, weil sonst ist es echt so ein bisschen leise. Ein bisschen zu ruhig. Darf ich mir was wünschen, was ihr spielt, der Herr? Hallo. Let me guess, you've got some suggestions about the music choice. Ja, wie wär's, wenn du überhaupt mal spielst? Schwieriger Auftritt. 2. You have no idea. You've no idea who I am. Oder soll das der Witz sein, dass man ihn tatsächlich nicht kennt? Ich weiß es nicht.
Barde täuschen, aber natürlich kenne ich den größten Barden aller Zeiten, den berühmten euch. Drei. Würfeln. Weiter. You know. You're bloody right. It is an honor. Deep down, I knew you'd recognize me. You're a fellow bard, after all. What can I do you for? Das spielt doch was. Eins. Your wish is my etc. What song do you want? Könnt ihr etwas, ein hübsches Lied spielen, das an Tavernen und Märchen erinnert? Etwas Munteres, Tanzbares wäre ideal. Ja. Zwei. Fantastic idea. It'll suit the whole affair perfectly. Mhm. Das wird schon passen, nicht wahr? Bitte spiel jetzt wirklich auch was. Ich höre nämlich nichts mehr. Gut, danke. Essen. Ja, da ist Essen, da ist die Gazette, weil das Ohr. Okay. Und hier sind, also da kann man glaube ich ein bisschen was lesen. Thorms Armee an den baldurischen Grenzen zerstreut. Bericht Steinfürst von geliebten Waldläufer getötet. Was? Hafner aus der Deckung, geheimnisvolle Sekte tritt vor, um der Stadt zu helfen. Schließen. Lesen. Letzte Kultisten aus Tempel des Baals vertrieben. Schließen. Und hier hat man noch eine Truhe dankbarer Worte. Öffnen. Hier sind nochmal einige, ja, Briefe zum Lesen. Wie gesagt, ich finde, sie haben es ein bisschen überkorrigiert, nachdem sie halt das etwas knappere Ende am Hafen hatten, haben sie es jetzt hier einfach für mein Gefühl komplett übertrieben. Gildenbrief, Brief von Art, wer war Art? Valeria, Ravengard, Arabella, Edward, keine Ahnung, wer Edward oder Barkus war. Alphira kennen wir noch, Elminster, klar, Fanegur, Florik, Sebastian, Damon. Nachtschatten, von Voss, von Hoffnung, von Myrina? Ach ja, Myrina, ach ja, richtig. Von Sevlor und von den Hafnern. Lesen wir doch mal Myrina. Rechtsklick. Weil ich werde jetzt wirklich nicht alle vorlesen. Rechtsklick. Okay. Wie gesagt, sonst bräuchten wir noch 10 Folgen, bis wir hier durch sind. Ich dachte, ich melde mich endlich mal von mir aus. Mein Kind ist endlich da, ein wunderschöner Junge. Nicht zu glauben, dass ich je daran gezweifelt habe, ihn behalten zu wollen. Er brüllt die halbe Nacht durch und ich schlafe fast gar nicht, doch ich war nie glücklicher. Außer bei meiner Hochzeit natürlich. Ich habe beschlossen, ihn Connor zu nennen, nach seinem Vater. Nun, da die Ettel nicht mehr ist, habe ich mit einigen weiteren Vettel-Überlebenden einen eigenen Verlag gegründet. Bisher haben wir erst ein paar Pamphlete gedruckt, aber ich bin schon halb mit meinem ersten Buch fertig. Ich, eine Autorin. Es ist wie ein Traum. Ich hoffe, ich kann das auch mal sagen. Natürlich geht es nur darum, wie man Vetteln tötet. Aber wie heißt es so schön, man soll über Dinge schreiben, mit denen man sich auskennt. Mit jedem Pamphlet, ich höre Karlach im Hintergrund. Mit jedem Pamphlet, das wir veröffentlichen, tauchen weitere Leute bei unserer Unterstützungstruppe auf. Das macht mich einerseits glücklich, andererseits bricht es mir das Herz zu sehen, wie viel Leid Vettel angerichtet hat. Solange ich lebe, wird keine Vettel mehr einen Fuß nach Baldurs Tor setzen. Mein Wort drauf. Nun, eigentlich schreibe ich euch nicht, um euch mit Worten zu überhäufen, sondern um euch dafür zu danken, dass ihr ein panisches junges Mädchen gerettet habt, das auch noch felsenfest überzeugt war, eine grauenhafte Mutter zu werden. Ich lag ganz und gar falsch. Wenn wir uns wiedersehen, gehen die Getränke auf mich. Myrina. Schließen. Und Damon wollte ich, glaube ich, auch lesen. War ich sonst noch irgendjemand? Sebastian vielleicht? Das ist eigentlich mehr ein Brief für Astarion. Rechtsklick. Okay. Hallo. Könnte dies jemand Karlach zustellen? Tausend Dank. Karlach. Während ihr dies lest, dann lebt ihr noch.
Ihr habt irgendwie eine Lösung gefunden, den Göttern sei Dank. Ich denke oft an euch und frage mich, was aus euch geworden ist. Schreibt mir doch mal, ja? Bitte. Alles Gute, Damon. Schließen. Dann wird das wahrscheinlich tatsächlich an Astara noch gerichtet sein, ne? Rechtsklick. Ich lese einfach die Briefe anderer Leute. Okay. Nach all der Zeit im Vampirverlies habe ich fast vergessen, wie man schreibt, geschweige denn was. Aber was kann man der Person auch sagen, die einen aus dem Käfig zurück in die Freiheit entlassen hat? In eine Art von Freiheit jedenfalls. Als ihr Kassator getötet unsere Zelle geöffnet habt, sind wir ins Unterreich geflohen. Wir waren Tausende, eine ausgehungerte Welle, ganz irre vor Freiheit und Blutdurst. Und Götter, wir haben Blut gefunden. Wir haben jedes Monster und jeden Unglückseligen in unserem Weg leer getrunken. Hunderte haben wir unterwegs verloren. Manche an Bestien, aber die meisten sind einfach in der Finsternis verschwunden. Es war nicht einfach, doch irgendwann hat Kassadors Haus Brut uns beruhigt und die Kontrolle übernommen. Sie hat uns ein paar alte Ruinen gesucht, in denen wir uns eingenistet haben, und seitdem sind wir dort. Es ist eine neue Existenz. Wir sind nicht frei hier unten, die Dunkelheit wird uns ewig binden, aber wir sind auch nicht mehr gefangen wie damals. Und das haben wir euch zu verdanken. Ihr habt in unsere Käfige geblickt und Leute gesehen, keine Monster. Und wir hier unten in den Schatten versuchen, dem gerecht zu werden. Ihr habt unsere ewige Dankbarkeit. Sebastian. Schließen. Schließen. Umdrehen. Apropos, dann reden wir mal mit Astarion. Reden. Well, look who decided to turn up. I wasn't sure our withered old friend could live up to his promise. But here we are. And look at you, straight from the hells, still reeking of brimstone. I take it you've been having fun. Astarion, ich könnte euch an mich drücken. Es ist hart, aber wenigstens bin ich mit Karlach dort. Teufel töten, Chaos stiften, ich kann nicht klagen. Ehrlich, es war nicht einfach. Eins. Understandable, but try to resist the urge. I don't want to know what your clothes have been through since we last met. Although I do like the style. Tortured armor never does go out of fashion. Und ihr, wie geht es meinem Lieblingsblutsauger? Zwei. I've taken a turn as an adventurer and hero. It turns out no one actually cares about murder, as long as you murder the right people. Mm. And apparently I'm rather good at it. So ist das hier. Das hätte ich euch sagen können. Astarion, ein der Guten, wer hätte das gedacht? Zwei. Let's not get carried away, darling. I'm still me. Perhaps more me also gut. Than I've ever been. Vermisst ihr es, in der Sonne zu wandeln? Eins. I did at first. But then I realized. These shadows. This darkness. It's all a part of me. I spent too long defined by what other people did to me. The choices other people made for me. But that's over now. This is who I am. In all my glory, for better and for worse. Das freut mich zu hören. Akzeptanz steht euch gut. Eins. That being said, I haven't completely given up on returning to the sun. If the opportunity presented itself, well, I wouldn't say no. Klar. But until then, I am. Happy. We've had quite the journey, you and I. From the moment I first threatened you, I knew you were someone special. Someone to take on the world with. I will miss our time together. But then again, maybe this isn't goodbye. So much as it's, see you later, darling. See you later. Den Gelder reden. Ah, Tara ist auch da. Goodness. Was Faerun always so dull? Hey. Still.
At least the company was worth the trip, if not the view. Ich find's schön hier. Ihr habt's also vollbracht, ihr seid eine Gottheit geworden. Bezaubernd, ich sehe, die Göttlichkeit hat Wunder für eure Manieren gewirkt. 3. I'm forgetting my audience. Etiquette amongst the gods works rather differently. There are a lot more direct, shall we say. I imagine you're wondering how all this came to be. The finer points of divine ascension are beyond mortal comprehension, I'm afraid, but I can provide a rudimentary sequence of events. First, I retrieved the crown of Karsus and reforged it using a series of precise and highly complex Netherese incantations. Then, I used it. As you know, the orb within me was the half-formed Karsite Weaver, magic left incomplete by Karsus's self-destruction. I finished it. Using the crown of Karsus, I turned it into a new form of magic, fused with my being, driven by my purpose. And then I put it to work. As expected, Mistra was unwilling to hand over the reins of the weave, so I've claimed dominion over another area which I've passing familiarity. Ambition. Ja, Gale, Gottes Ehrgeiz, das ist das nicht großartig. Wo ist die Krone von Karsus jetzt? Wenn das euer Kriterium für eure Domäne war, solltet ihr der Gottes Beute verschwinden sein. Was hat denn ein Gott des Ehrgeizes an Anhängern zu bieten? 1. I offer them nothing. I inspire them to seize their destinies for themselves. Great as the heights I've reached thus far may be, I've not forgotten my humble origins. In fact, they're central to my doctrine. Those drawn to the Galarian Credo merely seek my guidance as the impressive, all-powerful being I've become. Ambition is about beginnings. It's not just about the heights, but the lows that preceded them. I was nothing. A drifting dust mote of a wizard, abandoned by my goddess, my powers lost, my reputation destroyed. And look at me now. I'm their proof. Proof their hopes are not barren wastes, but the loamy soil in which their future achievements will flourish. Proof that with ambition, anything is possible. Ihr seid genau wie die anderen Göttern, dass ihr die Sterblichen für euch schuften lasst. Interessant, ihr helft den Sterblichen also, sich selbst zu helfen. Nun, so kann man das sehen, ne? Ich teile eure genische Magie mit und teilt ihr eure genische Magie mit euren Anhängern. Bade. Da ihr es erwähnt, ich wollte schon immer ein so berauschendes Lied schreiben. Maus. Sodass mich alle anbeten und nichts anderes mehr tun. Also ganz krasses hat mir, glaube ich, nicht drauf. 5. Ayo would prefer to let the cosmic dust settle from my unexpected ascension before considering my right to grant my followers such power. I'm sure it'll come around in a millennium or so. And by then, my creed will be something to reckon with. There are already several shrines in my honor scattered across the outer reaches of Thay, and rumors of a very prominent temple under construction in Arm. This is only the beginning. Na dann. Ich glaube, das ist das Ende von Gale, den ich kannte. Leider ja, so ein bisschen, deswegen mochte ich es auch tatsächlich nicht so. Wenn ihr je eine Auserwählte braucht, ihr wisst, wo ihr mich finden könnt. 3. Don't worry. With the ambition you hold, you'll never be too far from my sights. Pursue your dreams and keep me in your prayers and who knows. They might just get answered. Aber wer weiß.
Vielleicht ist es ja auch tatsächlich gut, einen Gott an seiner Seite zu haben, der ab und zu mal ein Auge auf einen wirft. Benutzen. Okay. Sorry, it's a reflex when I clap eyes on something distasteful. Tara ist nicht einverstanden. Reden. Reden. Well, there he is. Gail in all his glory. I hope you're happy. The nicht wirklich. God of ambition. Have you ever heard anything more ridiculous? Ich weiß schon, warum Gail ursprünglich, also der alte Gail Tara, so mochte. Können wir sie jetzt mitnehmen, statt Gail vielleicht? Ganz recht, Tara, er ist nicht mehr derselbe. Ich glaube, er ist eine wunderbare Ergänzung des Pantheons. Wer hat euch denn das Bios versalzen? Ich meine, vielleicht ist er trotzdem eine okay Ergänzung, aber ich sag mal eins. Eins. Not in the least. And who led him straight to such ridiculous notions? War nicht wirklich meine Schuld. Who left that crown in the river where any foolish wizard could swim down and pick it up? You were looking out for him. I expected better of you. Ich kann es nicht leugnen. Ein Teil von mir wünschte, ich hätte ihn aufgehalten. Gib mir nicht die Schuld für Gales Dummheit. Er wollte aufsteigen und er hat es getan. Ich freue mich für ihn. Gail ist sein eigener Herr, Tara. Irgendwie schon, aber ich wünschte trotzdem, wir hätten ihn aufhalten können. Eins. As do I. As do I. I know there's nothing you could have done to stop him. Not really. Once he'd decided to learn nothing from his mistakes, what use were either of our protests? Perhaps you'd be willing to come meet Gail's mother sometime? She misses him so. And okay. I know it would do her heart a world of good to discuss her son with someone who knew him as he was. Wer das wohl? Ich würde ja gerne, aber nach diesem Abend verlasse ich Ferun. Das würde ich gern tun. Ich werde drüber nachdenken. Zwei. Jolly good. I'll tell Mrs. Dakarios to be expecting you. Oh, she'll be delighted. Things just haven't been the same without himself cluttering up the place. Enjoy your party, dear. I've heard you quite deserve a celebration. Ich mag Tara. Umdrehen. Laufen. Ja. Man kann da hinten. Achso, da liegt noch ein Stück Gold wegen, weil wir vorhin gespielt haben. Lazarus ist da hinten übrigens. Halt. Dreh links. Ich glaube, mit ihm sprechen wir als letztes. Da, mit ihm kann man sozusagen über ihn das Abenteuer beenden. Deswegen reden wir gerade nochmal mit Karlach. Laufen. Dreh links. Dreh rechts. Wo läuft sie denn hin? Halt, bleib stehen. Dreh rechts. Halt. Reden. Reden. Oh shit. Oh my god. He wasn't kidding. Where is your mad bastard? You brought us back. Commander Zula won't know where the fuck we went. Oh man, I can't wait to say hi to everyone. Look at them, the beauts. Rest up, soldier. My tin can will be all right for the night. And you and me will get to sleep with both eyes shut for the first time in 6 months? Then again, maybe we won't sleep at all. Der Gedanke gefällt mir. Krieg ich einen Kuss? Will scheint sich zu amüsieren. Das sollten wir auch tun. Euer Herz überhitzt und wir... euer Herz überhitzt und wir zurückgehen müssen. Natürlich. Zwei. Come here, you goon.
2. She's got a knight in her, I think. Any trouble and I'll toddle back off to hell, quick as you please. 1. Me too, my love. See you soon. 1. Oh, hey. Before you go, I've been thinking about those blueprints we found. Zariel's probably got a load of Cambians guarding that forge. I'm sure she knows I'll want in. She'll do anything to stop me from fixing this thing. I might have an in with one of the guards, though. You may remember my old friend Flo. Not sure she'll help us, but maybe. We might get to come home. Permanently. Maybe even sooner than we think. Ja, ich meine, das ist alles schön und gut, ein Happy End und so dann mit Karlach, aber es ist halt, ja, ich finde es trotzdem ein bisschen blöd, weil es einfach ihre, den Sinn der Geschichte und ihre Story eigentlich kaputt macht. Alles, was aufgebaut wurde mit ihr bis dahin. Laufen. Halt. Sollen wir noch irgendwas essen, bevor wir wieder gehen? Hier, Gnocchi-Rollen nehmen. Inventar. Verwenden. Darf ich nicht essen. Verdammt. Schließen. Für die Rückreise nach Avernus. Laufen. Umdrehen. Ja, der Bade hat auch schon wieder aufgehört zu spielen. Ich würde sagen, es ist Zeit zu gehen. Laufen. Wir stellen uns jetzt einfach vor, dass wir noch ganz viel geredet haben mit unseren Freunden, noch ganz viele Briefe ausgetauscht und gelesen haben, Pläne für die Zukunft geschmiedet haben und dann eine lange Nacht hatten. Halt. Und wir beenden das Abenteuer. Reden. This one night is like any other, and yet different. Thou art the savior of Baldur's Gate. Until such time it requires saving again. How dost thou feel? Ich bin nur froh, eine Höllenpause zu haben. Die kleinen Dinge eben. Zufrieden, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe meine Pflicht getan. Es kommt mir vor, als wäre einiges unerledigt geblieben. Ich bin müde, ich werde wohl zu Bett gehen. Nun habe ich mich wohl mit allen ausgetauscht. Was kommt als nächstes? Zufrieden, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. 2. I am pleased to hear it. The satisfaction of one's intention is, to my surprise, a rare accomplishment. Das stimmt. Enjoy the revelry of the day. Thou deservest at least that. Nun, ich habe mich wohl mit allen ausgetauscht. Was kommt als nächstes? 2. What indeed? Prick up thy ears and listen. Die sind doch schon spitz. The balance of the world restored. The balance of these lives, mortal and otherwise, brought to account. Hear me. Thou heroes, wastrels, friends, I have waited long to tell you these words. It is over. For now. Thou played thy part in weaving the fabric of fate itself, but for every thread you sewed, so did the gods unravel another. Sleep, rest, revel, but be ready. For thou mayst yet be needed. Until we meet again, I wish thee every possible fortune, health, wealth, love, and above all, problems worth solving. Auf die besten Freunde, die ich mir hätte erträumen können.
to you. Und natürlich auf euch, ihr Zuschauer. Ihr seid auch immer ganz wichtig, sonst wäre dieses Erlebnis nur halb so schön. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder, vielleicht sogar schon bei meinem anderen Let's Play mit Nelis, dem Tiefling im Ehrenmodus. Macht's gut, spitzt die Ohren und haltet sie steif oder so. Man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Thou art the dead three. Thy faces gods, thy actions barely worthy of the name. Didst truly believe thy ploy would succeed? Didst believe I would not notice? Thou sought to bolster thy strength by taking away the souls of mortals. But souls vanish when their hosts become mind flayers. Didst think the other gods would not notice? Gods thou may be, yet thou hast proven thyself fools, everyone. The supplication of Bane, the whimper of Baal. The death mule of Merkel, felled by mortals. I overestimated thee. They did not. Vermin, away. Thou wilt trouble us no more.